Ihr seid jetzt in einer Traumwelt, es ist ein hundertprozentig realer Traum. Ich mache das ganz, ganz einfach, wobei ich das übrigens bis ins Detail auch physikalisch und mathematisch erkläre. Und in dem Traum, in dem ihr euch jetzt befindet, bestimmt ihr sämtliche Naturgesetze, die ihr hier erlebt, die bestimmt ihr durch euren tiefsten Glauben. Ihr habt einen sogenannten geistigen Hintergrund, so nenne ich das. Wenn du jetzt zum Essen gehst und du isst ein Schnitzel mit Pommes, dann lässt du dir das schmecken und dann gehst du danach spazieren. Und eins muss dir klar sein, jetzt rein von deinem jetzigen Weltbild aus gesehen, diese Körpermaschine, an die du glaubst, es ist ein unvorstellbarer Steueraufwand und Regelaufwand notwendig, um diese Schnitzel zu verdauen. Kein Mensch wäre in der Lage, ein Computerprogramm zu schreiben, wo diese vielen Funktionen in deinem Körper steuert. Es ist unheimlich kompliziert, das Durchgehen der Speise, das Auflösen der Enzyme, das Filtrieren und so weiter und so fort. Und es passiert super, ohne dass du eine Sekunde mit einem Ahne ich ihren Kopf drüber verlieren musst. Es läuft in deinem geistigen Hintergrund ab. Übrigens aus demselben geistigen Hintergrund stammt jetzt deine Welt, die du siehst. Deine Welt ist absolut göttlich perfekt. An der musst du nichts verändern. Darum hast du im Jesaja alle, die versuchen, Frieden zu stiften in ihrer Welt, sehen das Böse. Das, was du verändern musst, du musst deine Einstellung verändern zu den Dingen. Du wirst feststellen, dass nämlich alles polar ist. Du kannst es so und so sehen. Das ist zurzeit mein Standardspruch. Joachim Tech ist böse gewesen. Ich verurteile ihn zu 20 Peitschenschläge. Und der Joachim, nein, bitte nicht, nein, das tut so weh, keine 20 Peitschenschläge. Wisse, dass es Männer gibt, die zu gewissen Frauen gehen und ein Heidengeld ausgeben, dass sie 20 Peitschenschläge bekommen. Was jetzt passieren soll, wenn sich die Bilder ändern, dass du Peitschenschläge kriegst, dass du ganz einfach die geistige Einstellung dieser Männer sagst und sagst, gib mir mehr, und dann hast du einen Heidenspaß an deiner Welt. Du musst nicht die Bilder verändern, sondern du musst deine Einstellungen verändern. Das klingt jetzt, das Beispiel hat eine unvorstellbare Tiefe. Die Dummheit, wo jetzt kommt, wir müssen an unsere Traditionen festhalten. Es ist wie ein Baby, das mit 4 und sagt, ich habe mir jetzt 4 in die Hosen geschissen, ich muss doch weiterhin in die Hosen scheißen und ich brauche Manuki, ich kann doch nicht aufhören, Manuki herzugeben. Wo käme man denn da hin? Wo käme man denn da hin? Nein, du musst wach werden, irgendwann einmal müsst ihr die Arschbacken zusammenkneifen und selber eigene Meinung haben. Selber denken, nicht nachdenken. Das ist euer, was eure Geschichte euch lehrt, dass ihr Weltmeister im Mitläufertum seid. Und danach war es immer keiner. Ob ihr die Hitler-Geschichte nehmt, ob ihr die DDR nehmt, danach sagt, ich habe mich ja nur an meine Gesetze gehalten. Danach war es immer keiner. In München, das ist so schön, dass die Masse, ihr habt einen Freibrief, man gibt den Verstand an der Kasse ab, das ist so wunderschön, wenn da mal in ein Fußballstadion geht, es sind 60.000 Mann, und dann habt ihr zwei Polarität, zwei Parteien. Und das ist wie mit Hampelmänner. Pass auf, ich tue einen kleinen Ball in eine viereckige Kiste rein und dann werdet ihr feststellen, dass die Hälfte ungefähr vom Stadion hochgerissen wird. Tor! Tor! Wie mit einer Hand. Und im selben Moment fällt die andere Hälfte in sich zusammen. Wie bei einer Waage. Und hast du keine Chance. Das passiert, ob du willst oder nicht. Du klingst dich in ein System ein und du hast die Gefühle. Und wie ist das mit den Gefühlen? Jetzt pass auf, jetzt machen wir einen Sprung zurück zur Trauer. Du kennst Trauer, du kennst Scham. Übrigens, Thomas-Evangelium, selbes. Heißt, fragen die Jünger Jesus, wann sind wir frei? Und er sagt ja ganz einfach, du gehst jetzt mitten in die Stadt, siehst dich splitterfasernackt aus. Übrigens, Kleid ist immer das Symbol für das dich umhüllende, das ist auch Meier. Schmeißt es vor dich auf den Boden, tanzt draus rum und lachst. Und du scherst dich einen Dreck drum, was die Menschen von dir denken, dann bist du frei. Und solange du das nicht kannst, hängst du noch immer in dein Dogma fest. Schamgefühl, Trauer ist nur anerzogen. Das ist doch nicht normal, wenn man nicht trauert. Das ist doch nicht normal, wenn man sich nicht schämt. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Ich frage dich, was ist das für eine beschissene Moral, wenn du unter Trauer leidest und unter Scham? Was ist an einem nackten Menschenkörper hässlich? Ist doch die natürlichste Sache der Welt. Jeder von euch kennt Scham. Das ist ein Produkt eurer Erziehung. Es heißt zwar, du sollst Vater und Mutter ehren. Da steht aber nirgends, dass ihr die Dummheiten eurer leiblichen Eltern nachmachen sollt. Das ist die Erbsünde. Übrigens die Ehe. Wenn Jesus sagt, es steht geschrieben, wenn ihr die Ehe brecht, seid ihr verdammt. Und ich sage euch, wenn ihr nur daran denkt, die Ehe zu brechen, seid ihr verdammt. Diese Ehe ist wieder nur ein Symbol. Es geht nicht um dieses Heiraten. Es heißt sehr wohl, das, was Gott zusammengefügt hat, sollte der Mensch nicht trennen. Das ist auch so ein Ding, wo ihr brecht. Euer Geist
ist derjenige, der sagt, ich bin wach. Und in dem Moment, wo du sagst, ich bin wach, glaubst du dich in eine Welt, alles, was dann vor dir steht, ist nicht ich. Das entsteht im selben Moment, mit an ich kriegst du nämlich von mir Welt. Und diese Welt ist Eva, ist Maya, was ich jetzt hier übrigens nur in Symbolik anspreche, weil ich die in einer Präzision über die Sprache in Mathematik umsetzen, dass euch schwindelig wird, wenn du die Größe hast, dem zu folgen. Und der Adam ist der Geist, das ist Adam und Eva, das ist diese Ehe. Ehe hast du übrigens in der Etymologie, das Wort Ehe als solches hast du in der Etymologie Recht und Gesetz. Und diese Ehe darfst du nicht brechen. Wenn du jetzt glaubst, dass der Eiffelturm in Paris steht oder wenn du heute Abend einschläfst, dass dann die Welt noch da bleibt, begehst du Ehebruch. Dann bist du Materialist. Dann glaubst du nämlich, unabhängig von dir existiert deine Frau. Das ist der Ehebruch. Übrigens auch das erste Gebot im Ganzen gelesen heißt nicht nur, du sollst dir kein Bild von mir machen, Gott über alles ehren, sondern das geht weiter. Das wird dann meistens unterschlagen. Kannst du nachlesen im Exodus. Da heißt, du sollst dir kein Bild machen von irgendwelchen Dingen da draußen, da droben im Himmel, also irgendwelchen Planeten, die rumkreisen. Wichtig ist die Betonung draußen und droben. Ich kann sehr wohl einschlafen und dann träumen, dass ich hier Sterne über mich fliegen sehe. Aber wenn ich weiß, dass ich in einem Traum bin, sind die nicht draußen, sondern die sind in meinem Geist. Du sollst dir auch keine Bilder machen von irgendwas da draußen auf der Erde und ganz wichtig von den Wassern unter der Erde. Das sind die ganzen Elektronenschwingungen, Wasser, die Zeit in der Materie. Das heißt, das erste, rein als der, mit dem materialistischen Glauben brichst du schon das erste Gebot. Und solange ein Mensch das nicht lernt, akzeptiert, das ist die Heimsuchung. Und ich lasse euch das jetzt anheimgestellt, das, euch die Augen aufzumachen, das euch näher damit zu interessieren oder ganz einfach alles zu lieben und sich über nichts mehr aufzuregen. Geschehen lassen, dein Wille geschehe. Ich wache in der Früh auf und ich sage, der Sinn ist es nur, dass ihr von morgens bis abends einen Zustand kriegt, dass ihr nicht laufend an meiner Schöpfung rumkotzt. Dass ihr nicht raubend rummergelt und dass ihr so viel Bewusstsein habt, dass ihr Gotteskinder seid. Ich werde nie zulassen, dass irgendeinen Einzelnen von euch was passiert. Das ist ein göttliches Versprechen. Aber ich verspreche euch auch, ich bin ein Weltmeister im Angst machen und jetzt werde ich jetzt das Ganze noch etwas weiter anziehen. Wir steichern jetzt nochmal diesen Faktor etwas und lasst euch von eurer Zukunft überraschen. Jeder Einzelne hat hier einen anderen Weg. Das hängt von eurer Liebesfähigkeit ab. Ihr müsst aber keine Angst haben. Ihr müsst bloß anfangen zu glauben. Wirklich zu glauben. Und dann wird euch nichts passieren. Und jetzt kommt natürlich eine Schizophrenie, dass du was vollkommen Neues erst dann siehst, wenn du vom Alten loslässt. Das heißt, loslassen, nicht, dass ihr das wegwerfen müsst, sondern ihr müsst das Alte auf die Seite schieben. Dann kriegt ihr von mir nochmal was Neues dazu, die Polarität, die wirkliche Polarität dazu. Und dann macht ihr eine Synthese. Synthese ist nur ein anderes Wort für Liebe, Hingabe. Gebt euch eure Welt hin. Euer Leben muss ein Abenteuer werden, von morgens bis abends. Nicht schon wieder durch so ein Leben durchgehen, sondern sagen, ich bin gespannt, was ich heute alles erleben darf. Und ich gebe euch ein Versprechen, was ich immer wieder sage. Wenn ihr das richtig macht, werdet ihr von eurem Tod genauso viel mitbekommen wie von eurer Geburt, nämlich nichts. Ihr schlaft ein und ihr werdet immer wieder wach. Ihr werdet immer wieder wach. Und wenn ihr den letzten Sprung vom Loslassen gemacht habt, dann wirst du es mitkriegen. Aber das ist nicht anders. Du schläfst ein und das ist es. Du wirst immer wieder wach. Aber dann seid ihr auf einmal in einer nächsthöheren Ebene. Und ich weiß, wovon ich spreche. Seht ihr, das ist der feine Unterschied. Und wenn ich was verabscheue, sind es Lügen. Und ob ihr das jetzt glaubt oder nicht glaubt, das ist euer Problem, nicht meins. Ich habe ein paar Mal schon gesagt. Das ist das Einzige, ändert euren Glauben, werdet etwas gewissenhafter. Und das ist natürlich jetzt immer, wenn man mich das erste Mal hört, was alle sagen, es ist oft sehr, sehr verwirrend. Das ist natürlich immer, jeder reagiert anders drauf, die meisten schlafen dann wieder ein. Das sind immer die ganzen Arroganten, die sagen, das ist ja nicht neu, was der uns erzählt hat, das wissen wir ja schon alles. Eine maßlose Selbstüberschätzung und Arroganz. Ich verabscheue Arroganz. Aber das ist dann hier alles mit allem drum und dran. Ich lasse euch immer die Suppe auslöffeln, die ihr euch selber einbrockt. Und das ist die Freiheit auch, nicht, dass ich will, dass ihr leidet, in keinster Weise, aber die Freiheit habe ich euch gegeben, dass ich zwar die Bilder verändern kann, aber in keinster Weise diese Anschauung. Wenn ich jetzt sage, der kriegt 20 Peitschenschläge und der will unbedingt darunter leiden, ist er geistig unflexibel, dann ist er kein beweglicher Geist. Wenn er beweglicher Geist ist, hat er einen halben Spaß dran. Das ist jetzt ein Beispiel, wohlgemerkt, dass ihr die Metapher versteht, um was es mir geht. Dass ihr begreift, dass alles, was ihr um euch herum habt, nur zu eurem Besten ist. Ohne Wenn und Aber. Dass erst, wenn ihr wachst, wenn ihr immer weiter mit eurem Geist wachst, werdet ihr einen Punkt erreichen, wo ihr dann im Nachhinein sagt, dass
da, wo ihr seid, wo ihr euch hundertprozentig glücklich fühlt, dass ihr nur deswegen dort angelangt seid, weil ihr genau diesen Weg gegangen seid, den ihr gehen musstet. Und für jede Entscheidung, die ihr momentan trefft, erwächst euch eine Frucht. Wenn ihr euch richtig entscheidet, kriegt ihr von mir eine süße Frucht. Und jetzt genau aufpassen. Wenn ihr euch verkehrt entscheidet, dann habt ihr was gelernt. Diesbezüglich könnt ihr euch überhaupt nicht verkehrt entscheiden, weil geistig wachsen tut ihr immer durch die sauren Früchte. Wenn man nur süße Früchte hat, lernt man nämlich nichts mehr und dann hast du einen geistigen Stillstand. Du brauchst nämlich immer wieder, um neue Energie zu kriegen, ein Minus. Und dann, wenn das Minus dasteht, integriere ich dieses Minus wieder zu meinem geistigen Plus. Und immer wenn ich Plus Minus miteinander verbinde, ein Eigenart, dass da zuerst einmal immer freudefrei wird. Und es entsteht was Neues nach dem Gesetz der Endlichkeit.